Hallo ihr Lieben und willkommen zu den Gartenarbeiten Ende Oktober bei sommerlich warmem Wetter. Es ist schon wieder ziemlich trocken, sodass wir einiges zu tun haben, nicht nur mit Gießen. Zusätzlich liegen hier auch noch einige Häufchen gerade im Garten rum. Hier haben wir gerade das Projekt Gewächshaus Wühlmaussicher in Angriff genommen und erstmal das ganze Innenleben aus dem dicken Hochbeet da drin hier rausgeschaufelt. Hier drin sieht man auch schon, dass nach 2 Saison das Holz, obwohl das Eichenbohlen sind, schon ganz schön angegangen ist. Uns ist auch klar, dass das kein ewiges Leben hat. Wir lassen das jetzt trotzdem erstmal so. Im Zweifel bauen wir das in ein paar Jahren neu. Aber hier Plaste verbauen ist gerade irgendwie auch nicht das, was wir wollen. Allerdings kommt jetzt hier Kaninchendraht rein und wird festgetackert. Rocco will das ja dann noch ein bisschen verschrauben, dass das Hochbeet noch in sich ein bisschen stabiler wird. Und dann ist die Hoffnung groß, dass das ausreicht, um hier die Wühlmäuse fernzuhalten. Bei der Gelegenheit sortiere ich hier auch gleich mal aus und nehme ein paar Sachen mit rein, wie hier auch die Flüssigdünger, die hier draußen ansonsten im Frost nicht so gut aufgehoben sind. Hier liegt ein weiteres Häufchen, da haben die Nachbarn eine Weide verschnitten und mit Erlaubnis das Schnittgut erstmal bei uns hier gelagert. Ich will damit gerne unsere Benjeshecke hier weiterbauen. Die ist ja so gedacht, dass jedes Jahr ein bisschen was absackt und man dann nachbauen kann. Die ist aber auch noch nicht so dick, wie sie sein soll. Da werde ich von der anderen Seite noch ein paar von den Ästen hier einfach nachstecken. In den Kübeln hier waren ja überall noch die Paprika- und Chili-Pflanzen zum Teil mit drin. Die haben wir abgeerntet und zum Trocknen aufgefädelt. Die werden einfach so abgeschnitten, dass noch etwas Stiel stehen bleibt. Ja, und dann schaut man, dass man die hier schön auffädelt und ich werde die dann einfach an der langen Kette nach unten hin, ja, zum Trocknen aufhängen. In dieser Hochbeetkiste habe ich jetzt jede Menge Sellerie und Porree schon rausgemacht. Ein paar Pflänzchen, die noch so vor sich hin muckern, die ein bisschen eng standen, sind hier noch drin. Die werde ich demnächst mit rausholen, hier nochmal ordentlich auffüllen. Das steht wirklich recht tief, so dass das im Winter dann erst spät Licht bekommt. Und da werde ich mit Erde nochmal auffüllen, damit dann auch die nächsten Kulturen, die hier über den Winter stehen oder bis ins Frühjahr hinein, dann auch ordentlich Licht abkriegen können. Die Terrassenbeete hier im Garten sind zurzeit voll bestückt. Da gibt es auch gerade wenig zu tun. Beim letzten Mal habe ich hier noch ein bisschen Unkraut rausgemacht. Zurzeit kann man noch ein paar Sachen ernten. Der letzte Basilikum. Ja, mal sehen, wann der abfriert, wann der Winter sich jetzt nochmal zeigt. Die letzte Runde Frost hat er erstmal ganz gut vertragen. Und ansonsten wachsen jetzt hier schon wieder die gesteckten Knoblauchzehen, die Wintersteckzwiebeln, Spinat, Feldsalat und die Kulturen, die hier auch noch stehen. Ja, die Bohnen, die lassen wir hier noch schön ausreifen, bis wir die ernten. Und vom Mais bedienen wir uns jetzt die ganze Zeit schon ganz fleißig. Topinambur holen wir uns einfach bei Bedarf. Aber da der dieses Jahr so spät in die Blüte gegangen ist, würde ich dem jetzt erstmal noch ein bisschen Zeit geben, bevor wir hier aufbuddeln. Dem sieht man auch ein bisschen an, dass hier lange nicht mehr geregnet hat. Also auch die Sachen, die ich jetzt frisch gepflanzt habe, muss ich ordentlich gießen, damit hier auch die Asiasalate und die Posteleien eine Chance haben. Die Tagetes, die Studentenblumen, stehen auch noch da, als wäre Hochsommer. Den hat der Frost überhaupt noch keinen Abbruch getan. Und hier bedienen sich auch ganz fleißig die Bienen noch dran. Dasselbe gilt für die Ringelblumen. Die hören einfach nicht auf, immer mehr Knospen und Blüten hier nachzuschieben. Da kann ich mir die ganze Zeit welche frisch holen. Für den Tee zum Beispiel oder für die Ringelblumensalbe. Denn getrocknet im Vorrat ist ja schon jede Menge von der Ringelblume. Das Tomatenspalier ist auch wieder weg. Das werden wir nächstes Jahr hier wieder hinzimmern. Ein bisschen größer, noch ein bisschen stabiler. Aber bis dahin, ja, sind ja noch ein paar Kräuter, die zwischen den Tomaten gepflanzt waren. Und da können wir uns auch noch bedienen. Am Thymian, am Bohnenkraut. Und hier guckt auch noch der Liebstöckel, das Maggikraut, mit hervor. Das Kräuterbeet steht super da. Hier gab es noch keine Verluste durch Frost. Möhren können wir uns die ganze Zeit hier frisch holen. Und dazwischen ist auch schon wieder der Knoblauch gesteckt. Und was ich besonders schön finde, dass wir eine Himbeere erwischt haben, die sogar jetzt noch trägt. Können wir uns noch schön bedienen hier an den roten Himbeeren.
Neu sind zwei Bäume. Wir haben hier nochmal Obstpflänzchen bekommen. Eine Hauspflaume, also eine Zwetschgenart. Und hier hinter dem Haufen Weide erkennt man den neuen Kirschbaum. Da hoffen wir mal, dass die jetzt richtig schön uns die nächsten Jahre gute Ernte hier bescheren mögen. Ja, das Dreibein von unserer Birne ist zugegeben ziemlich kurz geraten, aber das wissen wir jetzt auch besser. Man lernt ja nie aus. Haben wir bei den anderen Bäumen jetzt anders gemacht und hier schauen wir mal, ob das trotzdem reicht. Geht das gut? Ja. Also ich werde das doppelt legen, weil die Maschen, kann sein, dass die ein bisschen groß sind und dann machen wir das einfach doppelt. Okay. Also ein bisschen versetzt. Und dann kommt der Druck durch die Erde und dann hoffe ich, dass es das so anpresst, dass die da nicht durchkommen. Ich denke auch nicht, dass die so groß sind, wenn die ausgewachsen sind, dass die durchkommen. Also die Fetten kommen nicht durch, die Fettgefressenen, aber die müssen sich ja erst Fett fressen. Ich glaube, der Tobi Nalmbur lenkt die gerade ein bisschen ab. Der sieht so traurig aus, obwohl ich da immer mal Wasser rangekippt habe, gerade auch in Größenordnung. Ja. Ich bin gar nicht sicher, ob die Wühlmäuse gerade dort irgendwie am Werk sind. Das Gewächshaus hier haben wir doppelwandig gebaut. Das heißt, selbst wenn die Bretter hier drin dann irgendwann mal so ein bisschen durchgerottet sind, fällt dann nicht gleich alles raus. Ja, dann hält das eben noch an den außen. Ja, ich denke, irgendwann müssen wir es nochmal wieder erneuern. Genau, immer mit dem Material, was wir gerade so bekommen. Ja, wenn man sowas in der Jahresmitte baut, hat man auch ein paar andere Faktoren nicht so auf dem Schirm, nämlich den Sonnenstand. Zurzeit ist das so, dass die Pflanzen hier ein bisschen tief standen. Also gerade so im Frühjahr, Winter, Herbst, da kam hier hinten durch die Koniferen, die ja schon viele Jahre vor uns standen, die Sonne früh nicht rüber. Dann steht da der Wald im Weg, dann kommt unser eigenes Haus. Hier kommt dann mal eine Lücke, wo sie durchscheint, wenn die Sonne im Winter ganz tief steht. Und dann kommen schon wieder die nächsten Nachbarbäume. Das heißt für uns aber auch, dass wir hier höher auffüllen wollen. Und hier vorne haben wir natürlich jetzt so ein bisschen niedrigen Abschnitt. Deswegen suchen wir jetzt noch ein Brett, was hier noch wenigstens die 12 cm ein bisschen auffüllt, dass wir hier auch die Pflänzchen höher setzen können und die zumindest eine Chance haben, dann auch im Herbst, Winter und Frühjahrsanbau, ja, hier einfach genügend Licht abzubekommen. Hast du eins gefunden, was passt? Nee, ich nehme das jetzt hier, ich habe die Säge. Ah, okay. Wenn die anderen so laut sind, können wir auch mitmachen, wa? Ja, wir machen das frei Schnauze. Ohne Anschlag? Wie immer. Das wird schon. Was nicht passt, wird passend gemacht. Na, passt? Absolut, ey. Sehr gut. Wahnsinn, gut, es passt. Was machst du gerade? Ich verschraube die ganzen Bretter jetzt hier. Also wir machen hier Ständer rein. Ah ja, okay. Dann werden die alle noch mal hier miteinander verschraubt. Das gibt insgesamt eine große Stabilität hier. Sehr gut. Und wir schrauben zum Schluss hier noch ein schmales Brett drauf als, naja, ein Zierbrett, sag ich jetzt mal. Kann ich Sachen drauf abstellen? Da kann man sich, da kann man die Kaffeetasse früh abstellen. Ja. Oder man kann sich auch mal hier aufstützen und dann hier hinten machen. Mein Traummann, der hat mitgedacht. Eine wunderbare Idee. Das ist gerade echt schwierig hier ohne Hintergrundgeräusche irgendwie Sachen aufzunehmen. In den Nachbargärten sind auch alle so fleißig. Funktioniert, oder? Ja. Sehr gut. Geht jetzt Druck von innen durch die Erde? Ja. Ja, passiert nichts mehr. Okay. Die Tage mal alles wieder reinschaufeln. Das wird so die Aufgabe der nächsten Zeit. Oh Freunde, eine seltene Sekunde. Es läuft kein Elektrogerät in der Umgebung. Puh.
Huh, wie schön das ist, wenn es ruhig ist, oder? Yay! Genau, das brauche ich gerade. So eine Benjeshecke ist eine wunderbare Möglichkeit, seinen Baum- und Strauchschnitt loszuwerden, was für die Tierwelt zu tun, was für die Insekten, einen Unterschlupf für den Igel. Wenn ihr Lust habt, ich habe da schon mal einen schönen Blogbeitrag verfasst. Ich verlinke den mal unten in der Videobeschreibung. Gut, dann bin ich auch noch ein bisschen fleißig, bastel noch ein bisschen an der Benjeshecke weiter und demnächst seht ihr wieder neue Videos. Bis dahin, ihr Lieben, macht's gut, tschüss.